Quatschen mit Professor Kevin Winter. Professor Dr. 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 Winter. Willst du auch ein Forscher oder Forscherin sein? Dann schalte doch die Sendung vom Professor ein. Quatschen mit Professor Kevin Winter. Professor Dr. 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 Winter. Oh, hallo kleine Forscherin, kleine Forscherin. Schön, dass du zur heutigen Episode eingeschaltet hast zu Forschen mit Professor Dr. 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 Kevin Winter. Das heutige Experiment trägt den Titel Vulkanausbruch. Dazu brauchst du ein Backblech oder eine andere Auffangform, ein Gefäß. Am besten nimmst du eines, das nach oben hin etwas enger wird. Dann funktioniert es besonders gut. Spülmittel. Essig. Backpulver. Einen Trichter. Und lauwarmes Wasser. Es ist wichtig, dass das Wasser lauwarm ist, also nicht zu kalt. Und ich habe hier das Wasser schon einmal mit etwas roter Lebensmittelfarbe eingefärbt. Ich stelle das Gefäß in meine Form. Nun gebe ich ein paar Tropfen Spülmittel hinein. Mit dem Trichter fülle ich mein lauwarmes Wasser in mein Gefäß. Nun fülle ich das Backpulver mit Hilfe des Trichters in mein Gefäß. Möchtest du deinen Vulkan nun ausbrechen lassen, brauchst du den Essig. Ich schütte den Essig hinein und danach entferne ich sofort den Trichter. Du siehst, wie mein Vulkan hier ausbricht. Aber warum ist das so? Trifft das Backpulver auf den Essig, entsteht CO2, Kohlenstoffdioxid. Dieses Gas braucht Platz und dehnt sich aus. Und somit kann der Vulkan ausbrechen. Dieses Experiment kannst du leicht zu Hause nachmachen. Vielleicht hast du auch eigene Ideen? Schick mir doch ein Foto oder ein Video von deinem Experiment. Und ich freue mich schon sehr auf deine Antwort. Und bis zum nächsten Mal bei Forschen mit Professor Dr. 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 Kevin Winter.